Hallo Jungs, man hat mir darum gebeten, also hier ist die deutsche Video von dem Team Magic B8. Das ist die 4S-Version, ist ja jetzt die 6S-Version rausgekommen, die ein bisschen eine höhere K.O. hat, natürlich für den 6S-Block reinzumachen. Und ganz spezifisch wurde mich gefragt, ob ich die Funke nochmal erklären kann, weil die hatten einen kleinen Trick drauf. Also die Funke ist natürlich ganz einfach, ein Ausschaltknopf. Hier Trim Reverse und Lenkung Reverse. Hier der Steering Expo, das heißt nicht Expo, sondern Dual Rate, das heißt die Lenkwinkel Einstellung simultan. Das heißt, hier kann man, also wenn man hier weniger einstellt, lenkt der Buggy weniger. Wenn man mehr einstellt, lenkt er mehr natürlich. Hier haben wir die Trim-Knöpfe. Wir haben also hier Lenkung links und rechts Trim und Gas vorwärts, rückwärts. Hier ein kleiner Knopf für den dritten Kanal, wenn man irgendwas an dritte Funktion einstellen will. Und der Trick dabei ist, dass diese Trim hier auch für die Endeinstellung der Servos oder vom Regler bedienen. Und das ist ja eben der Trick zum Einstellen. Also erstmal Funke natürlich einstellen. Es geschieht auf dieser Funke alles akustisch. Lenkung oder Gasweg umkehren. Hast umgekehrt, weißt aber nicht vorwärts oder rückwärts. Hast wieder umgekehrt. Macht dieses Ja nicht, wenn das Auto an ist. Oder wenn es nicht hier auf Böckchen steht oder so. Weil natürlich, wenn das Auto am Boden ist und du hier stellst um, kann das Auto von selbst natürlich vorwärts oder rückwärts gehen, weil die Null-Einstellung ist ja nicht unbedingt ganz genau auf Null. Das mal eins. Selbe für die Lenkung, das kann man natürlich machen, wenn er steht. Macht es natürlich nicht, während dass ihr fahrt und eine Kurve nimmt, ist klar. Die Trim kann man natürlich einstellen während der Fahrt, also wenn das Auto an ist. Und der Trick dann für die Endpoints einstellen ist ganz einfach. Bei der Lenkung ist es kein Problem. Drehst voll nach rechts, wird der Knopf hier links und rechts, steht hier auch ein kleiner Minus und ein kleiner Plus. Das heißt, gehst du nach rechts, drückst du Minus, kannst du das Rechtslenken weniger einstellen. Gehst du nach links, immer noch mit dem Minus, der Minus bleibt auf derselben Seite, es wird nicht umgekehrt, Minus ist Minus, Plus ist Plus, kann man hier den Lenkwinkel reduzieren oder wieder erhöhen, wie man will. Genau dasselbe für das Gas natürlich, um das Gas zu bedienen, muss man Gas geben. Und ich habe schon Leute gesehen, die das Gas drosseln wollen, ja, drück aufs Gas und drück hier Minus, was macht das Auto? Weg. Auto muss abgestellt sein, um dieses einzustellen. Also Auto abstellen, Gas drücken, kannst du hier Minus oder Plus drücken. Bremse, genau dasselbe. Nicht vergessen, der Bremsweg reduziert wird, wird auch der Rückwärtsgang reduziert und unter ein gewisses Maß gibt es gar keinen Rückwärtsgang mehr. Das ist leider so. Also muss man wieder rauf für wieder Rückwärtsgang haben. Man kann nicht die Bremse bis also zu viel runterstellen und trotzdem noch den Rückwärtsgang haben. Ganz einfach. Also das ist die Erklärung für die Funke. Hoffentlich hast du mich verstanden. Wenn nicht, schreibst du es mal nochmal runter, mach ich es nochmal. Das Auto selber, ob es jetzt 4 oder 6 ist, hat keine große Abänderung. Es gab eine erste Version von dem Auto mit dem 1800er KV 4065 Motor. Der hat eine riesige 18er Ritzel drauf. Aber mit natürlich den 1800er war das ganz gut. Das Auto lief ungefähr 70 solche Schachtel, kein Problem. Dann kam also ich hatte schon mal einen Finger, ein 2500er KV mit einem orangen Motor, der aus dem Team Magic E6 kam. Also 4076 Motor. War sehr okay. Und jetzt gibt es auch noch ein 4068 mm oder 65 2500 KV Motor. Da ist aber Team Magic ein Fehler untergegangen. Das hier heißt, also Fehler. Die haben dieselbe Ritzel gelassen. Das heißt, das Auto fährt jetzt aus der Box 85 anstatt 70. Das heißt, dass sie normalerweise sollte es anders übersetzt sein hier an den Diffs. Ist es aber sehr wahrscheinlich nicht, weil das Auto ja viel schneller fährt.
Problem ist, dass die Reifen, das sind sehr billige Reifen, das nicht aushalten. Diese Reifen, das Auto wurde zehnmal gebraucht, die Reifen sind total ausgelümmelt, der Schaumstoff ist zerrissen, die sind total am Arsch. Und viele haben davon über das geklagt und sogar über Reifenexplosion. Darum nicht vergessen, das kleine Loch in den Laufbahn zu machen, damit der Reifen nicht so schnell explodiert. 85 km ist, was ich fähre, in 6S. Natürlich könnt ihr in 6S viel schneller fahren, aber ist ja nicht der Sinn von der Sache. Ein 4S mit so einer Geschwindigkeit ist erstmal Akku sehr schnell leer. Das heißt, schwache Laufleistung, sehr schnelle Erhöhung der Temperatur, gerade im Sommer wird es ein Problem. Und beim langsam Gas geben, weil einer hat mich geschrieben, er hat gesagt, wenn ich losfahre mit dem Ding, rattert das Auto. Das kommt, weil die Übersetzung zu lang ist. Wenn man Gas gibt, gibt es natürlich Cogging. Das heißt, das Auto macht, bevor es weggeht. Der andere hat ein anderes Problem. Wenn er langsam weggeht, stört ihn das kleine Rattern nicht. Dann kann er Gas geben, ist alles okay. Wenn er aber plötzlich runterdrückt auf dem Rasen, stellt der Regler ab. Das heißt, der drosselt ab, weil der Motor braucht zu viel Ampere. Das heißt, der Regler ist ja nur ein 4S, 100 Amp, geht in Sicherheit und stellt ab. Das heißt, er muss wieder loslassen, ein paar Sekunden warten, wieder weggehen. Dieses Auto wurde ja gedacht für Piste. Ja, für Piste ist es meistens rutschig, also gibt man kurz Gas, rutscht, spült das Auto durch, kann man wegrasen. Die hohe Geschwindigkeit braucht man nur einmal auf der geraden Strecke. Rest macht man ja in der Regel auf eine Wettbewerbspiste so ungefähr Halbgas. Kurven, die Sprungschanze gut angehen oder so, ist natürlich ein ganz anderes Fahrverhalten als Hobbyfahrer. Also ich rate euch, hier eine 15er bis 16er Ritzel drauf zu machen. Dann habt ihr Ruhe mit dem. Das heißt, ihr kocht den Regler nicht, weil der Regler ist gekocht, eben deswegen. Der andere hat auch Fehlerzündungen und. Also viele Leute haben mir geschrieben, die haben ein Problem mit dem Auto, gesagt, mit Reifen, mit Regler, mit dem Stottern. Und viele auch jetzt, und sogar der Abonnierte, der das deutsche Video wollte, ein Leck mit Stoßdämpfer. Und ich bestätige dir, auch in Frankreich haben die Jungs dasselbe Problem. Und das geht unter Garantie, ist ganz klar. Kauf mal ein neues Auto, eins zum Maßstab, wenn du ein Ölleck hast irgendwo, ist auch alles unter Garantie, ist ja ganz normal. Natürlich, wenn du das Auto schon 20, 30 Mal gefahren hast in der Kiesgrube und es völlig zerschnetzelt ist und zerlegt, gibt es klar keine Karten, das ist ganz normal. Also der hier bekommt ein Hobbywing Creek Run 6S 150 Amp Regler. Der Motor ist ein 2.500 kW, fährt nur 4S, aber natürlich mit dem Quick Run Regler 150, der ist ja nicht teurer als die 4S Version, die darin liegt. Ich habe jetzt hier nicht hier, den ist nämlich in die Garantie gegangen. Aber der Fahrer wollte trotzdem andere Regler, er will Ruhe haben. Kann ich verstehen. Ich weiß nicht, wieso, dass sie so laut Regler, also wenn ihr die Bedienungsanleitung vom Regler liest, kann der nur in 4S 2.400 kW Motor antrieben. Das ist 2.5, ist zwar aber ein kurzer Motor, kommt es vielleicht daran, macht das so viel aus, keine Ahnung, aber ist ganz klar, mit der großen Übersetzung ist es viel zu viel für den Regler. Ganz klar. Also nochmal 15er Ritzel reinmachen, Reifen bohren, wenn ihr ein Leck habt, wenn das Auto neu ist, zurück zur Garantie und dann habt ihr kein Problem mit dem Auto. Ansonsten ist das Auto also bei uns sehr billig. Man kriegt in Frankreich selbst für 330, 350 €. Man bekommt es in Deutschland sogar für 380 mit Lipos und Ladegerät. Also ein super Einsteigerbuggy für Anfänger. Ist natürlich viel besser als Carson Spector oder weiß nicht was. Viel besser als Hobbytech und zwei, drei andere noch. Ganz klar. Aber einfach runterritzeln. Habt nicht den Geschwindigkeitswahn. Da geht was schief, ganz klar. So, ich lade jeden ein, der einer hat, 4S oder 6S, Kommentar hinterzulassen, was ihm passiert ist, was ihm nicht gefällt, was er Schrott findet, was er geil findet. Ich habe selber zwei Stück davon gefahren in 4S, also der mit dem 1800er Motor, dem mit dem 2500er. Ich hatte eine riesige Plausch damit. Das Auto ist überhaupt nichts kaputt gegangen. Ich habe 20 Pack am Stück gefahren mit einem. Es ist überhaupt nichts passiert. Die Lager sind super Qualität, die Schrauben sind gute Qualität. Passt alles. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist natürlich hinten. Vorne hat man hier die
kleine Stabilstangen hier, sie sind abgedeckt von einer kleinen Kante und hinten schaut die Schraube rauf. Aber natürlich im Normalfahren kommt man ja da nicht dran, weil beim Gasgeben senkt sich ja das Auto, heißt die Schraube ist über Chassisweg. Wenn was fliegen kommt, soll es auch nicht hier rangehen. Passiert meistens beim Springen oder wie im Bashen, beim Offroaden in der Kiesgrube und so. Aber ist noch nie was kaputt gegangen in der Kiesgrube an dem Auto. Die Schraube ist natürlich dann am Schluss abgeschlagen und man kriegt sie kaum raus. Aber es war alles. Also, und ich mag die Karo. Das ist klar. Cooler Look. Auch die 6S sieht ein bisschen bulliger aus. Die 6S sieht ein bisschen komisch aus. Aber man ist ja so, man gewöhnt dran. Und irgendwie muss ja den riesen Akku rein, ist klar. Wir wollen ja so riesen Akku drin. Deswegen machen sie ja die Dinger in 6S. In der Schweiz sind die Autos gut verbreitet. Service ist ganz gut. Deutschland habe ich auch noch gute Nachrichten bekommen. In Frankreich. Ist halt Frankreich. Tschüss, Jungs.